Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um Endometriose aus Sicht der TCM. Endometriose aus Sicht der westlichen Medizin. Die Endometriose ist eine gutartige Erkrankung. Sie ist nicht gefährlich oder lebensbedrohlich, kann aber zu starken Schmerzen führen und beeinträchtige die Lebensqualität stark. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass Endometriose nicht nur körperliche Symptome mit sich bringt, sondern auch eine erhebliche psychische Belastung für Betroffene darstellt. So ist häufiger die Lebensqualität der Betroffenen reduziert und ihr Stressniveau erhöht. Bereits Heranwachsende können ab der ersten Menstruation Krankheitssymptome erleben. Die höchste Wahrscheinlichkeit zum Auftreten einer Endometriose liegt im Alter von 35 bis 45 Jahren. Schätzungen von Experten zum Auftreten der Endometriose schwanken zwischen 8 und 15% ADV zwischen Pubertät und Wechseljahren. Das sind ca. 2 Millionen Erkrankte in Deutschland. Jährlich kommen bis zu 40.000 Personen hinzu. Endometriose, die zweite häufigste gynäkologische Erkrankung, auch intergeschlechtliche oder nicht binäre Personen können an Endometriose erkranken. Die Endometriose ist eine weiter verbreitete körperliche Krankheit, die mit starken Schmerzen einherging. Bei etwa 40-60% der Frauen, die ungewohnt kinderlos bleiben, steckt eine Endometriose dahinter. Welche Ursache hat Endometriose? Es existieren verschiedene Theorien, wobei sich mit der Metaplasie-Theorie nach Mayer und der Transplantationstheorie nach Samson zwei Haupttheorien etabliert haben. Die Transplantationstheorie besagt, dass die Gebärmutterschleimhautzellen während der Menstruation nicht wie normalerweise über die Gebärmutterabblutung, sondern über den Weg der Eileiter in den Bauchraum gelangen. Die Metaplasie-Theorie geht davon aus, dass Endometriose durch Umwandlung von bestimmten Zellen entsteht, die aus der gleichen Zelllinien wie das Endometrium stammen. Auch eine genetische Veranlage kann ein Verursacher von Endometriose sein. Des Weiteren kann Endometriose auch als Folgeerscheinung von einer Operation auftreten, zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt oder nach einer Myomen-, Zysten- oder Polypenentfernung in der Gebärmutter. Was passiert bei Endometriose? Bei Endometriose treten Zysten, wie zum Beispiel Schokoladezysten und Entzündungen, Endometrioseherden auf, die sich zum Beispiel am Eierstöcken, Darm oder Bauchfell ansiedeln. In seltenen Fällen kann es auch außerhalb des Bauchraums, zum Beispiel in der Lunge, zu Endometrioseherden kommen. Ihr Gewebe ähnelt den Gebärmutterschleimhaut und die Herden können mit dem hormonellen Zyklus wachsen und bluten. Endometrioseherden können, obwohl sie als gutartige kategorisiert werden, metastasieren und bleibende Schäden an Organen verursachen. Die durch eine Endometriose verursachende Symptome sind vielgestaltig, was die Diagnose erschwert. Starke Menstruationsschmerzen ist ein sehr häufiges Symptom. Endometriose kann in jedoch können die Schmerzen zyklusabhängiger und zyklusunabhängiger auftreten. Endometriose kann im ganzen Körper Schmerz verursachen. Die Folgen von Endometrioseherden sind chronische Entzündungen, Vernarbungen und Verwachsung, Blutungen in der Bauchhöhle und oftmals Infertilität.
Oft beschriebene Beschwerden und Symptome sind Bauch- und Rückenschmerz vor und während der Menstruation, die auch in die Beine ausstrahlen können, starken und unregelmäßige Monatsblutung, Schmerz während und nach dem Geschlechtsverkehr, Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen, Schmerzen bei Stuhlgang oder Urinieren, zyklische Blutungen aus Blase oder Darm, ungewohnte Kinderlosigkeit. Behandlung aus Sicht der westlichen Medizin. Die westliche Medizin behandelt in erster Linie die Symptomatik dieses Krankheitsbildes. Ausschlaggebend sind die Schmerzlinderung durch Schmerzmittel und Hormonpräparate. Typische GnRH-Analoga verhindern die Regenblutung und somit auftretende Schmerzen. Auch durch die dauerhafte Einnahme der Antibabypille erhofft man eine Schmerzlinderung durch die Unterdrückung der Regenblutung. Das weibliche Sexualhormon Östrogen gilt als wesentlichen Wachstumsreiz für Endometrioseherden. Hormonelle Therapie zielt daher darauf ab, den Östrogenspiegel abzusinken bzw. Regenblutungen zu vermeiden. Die Nebenwirkungen wie der Verlust der Libido und Stimmungsschwankungen werden dabei außen Acht gelassen. Auch weitere Nebenwirkungen wie Zwischenblutungen, Gewichtszunahme und Bauchbeschwerden, Akne und Brustspannung können dabei mit auftreten. In schweren Fällen können die Herde bei einer Bauchspiegelung entfernt werden. Weitere Therapie basieren auf Medikamente wie Schmerzmittel bis hin zu operativen Eingriff. Endometriose aus Sicht der chinesischen Medizin. In der Klassiken der chinesischen Medizin sucht man den Begriff Endometriose vergeblich, da er moderne Diagnostik, Ultraschall, Bauchspiegelungen voraussetzte. Beschrieben werden jedoch die klinischen Symptome wie starken Regenschmerz, schmerzhafter Mundfluss, tastbare Wunschelung als abdominale Maßen oder unerfüllte Kinderwunsch als Suchen nach dem Kind. Nach Vorstellung der TCM geht Endometriose ähnlich wie in der Auffassung der westlichen Medizin auf einen behinderten Blutfluss, in der chinesischen Medizin oft weitergehend als Shi bezeichnet zurück, der die Leitbahnen und die sogenannten No-Gefäße, die kleinen Netzgefäße, erreicht hat. Auf Basis der TCM-Syndrom-Diagnose ist Infertilität bei Endometriose eine Folge von Qi- und Blutstagnation, Blutstase, Kälte in den Uterus, Nierennähren, Qi, Yin, Yang und Jin Nähren, Blutnähren, Nässe oder Akkumulation von Schleim. Ebenso vielfältig und komplex ist der Pathomechanismus. Letztlich führt jede vorliegende Disharmonie sekundär zu einer Blutstase, die schließlich nach westlicher Diagnostik als Endometriose bekannt wird und aus der eine Infertilität resultieren kann. Der daraus resultierende Schürstau, Blutstau, bringt das Blut dazu, die Leitbahnen zu verlassen. Jeden Schmerzen liegt nach Verständnis der TCM eine Blockade des Qi, aktive Lebensenergie, und des Schürflusses. Schür bildet das stoffliche Komplement zum Qi zugrunde. Bei Endometriose-Patientinnen können Fühlen und Mangelmuster gefunden werden, häufig auch gemischte. Am häufigsten findet man zum Beispiel einen Nieren-Yang-Mangel zusammen mit einem Qi- und Schürstau. Die Ursache für die Schürstau können zum Beispiel Kälte, ein mangelnder Qi-Fluss oder Schleimbelastung sein. TCM-Therapie fußt auf mehrere Säulen,
Die World Health Organization empfiehlt bei Regenschmerz Akupunktur. Der Behandlungsansatz in der TCM richtet sich nicht nur auf die reine Symptomatik der Endometriose. Vielmehr würde die Behandlung individuell an die Patientin, ihre Konstitution und ihre Beschwerden angepasst. Wie hilft Akupunktur bei Endometriose? Wenn man bestimmte Allergiebahnen stimuliert, schüttet der Körper vermehrte Endorphine aus, die wiederum den Hormonhaushalt beeinflussen. Dadurch kann man Schmerzen lindern und das falsch platzierte Gewebe dazu bringen, sich zurückzubinden. Die Akupunktur im Besonderen hilft, die Blockade in Qi und Xue zu lösen und also so die Schmerzen deutlich zu verringern. Die Therapie sollte darauf abzielen, Qi und Xue wieder zu bewegen, die Funktionskreisnieren zu stärken, angedrungene Störungen auszuleiten oder das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Wärmeanwendung zu. Wärmeanwendungen jeglicher Art sind für Patientinnen mit Endometriose meist sehr wohltuend. Moxibustion, Verbrennung von Beifußkraut. Der chinesische Begriff für Akupunktur, Zhen Jiu, beinhaltet Stechen und Brennen. Unter Akupunkturtherapie wird bei uns häufiger nur das Nadelstich verstanden. Die Moxibustion, das gezielte Erwärmen der Körper der Akupunkturpunkte mit einer getrockneten, glimmenden Beifußkraut-Zigar, ist eine ebenso wichtige wie ergänzende Therapieform. Moxibustion kann sehr gut begleitend zur Akupunktur durchgeführt werden. Besonders gut eignen sich Punkte am Unterleib wie Renmeridian 4, Guanyuan oder Renmeridian Qihai, um den Uterus zu wärmen und Schmerz zu stillen. Chinesische Arzneimittel. Neben Akupunktur und Moxibustion schöpfen auch die chinesische Phytotherapie aus einem jahrtausendealten Wissensschatz. Hierbei kommen in erster Linie pflanzliche Rohdrogen zu Einsatz, die vor Einnahme nach einem speziellen Verfahren behandelt und ausgekocht, extrahiert werden. Diese Auskochung ist sehr aufwendig und kann zum Beispiel von TCM-Apotheken vorgenommen werden. Das Dekocht wird von der Patientin täglich mehrfach in verdünnte flüssige Form eingenommen. Die Rezeptoren werden an die verschiedenen Zyklusabschnitte angepasst. Wenige aufwendige bieten sich als Alternativen Granulate oder fertige Arzneien an. Die Wahl der Hauptarzneien der Rezeptoren einerseits sowie auch der klassischen Rezeptoren, andererseits richten sich nach der Syndromdifferenzierung. Bekannte Rezeptoren sind zum Beispiel Shaofu Zhu Yu Tang, Guizhi Fulin Wan oder Li Zhong Tang. Wie erfolgreich ist der TCM bei Endometriose? Auch die TCM-Therapie sprechen Frau gut an, bei deren schulmedizinische Behandlung bisher weniger Besserung gebracht haben und deren Kinderwünsche nicht erfüllbar scheint. Viele Patientinnen sind sehr beeindruckt, wie erfolgreich Akupunktur, Kräutermedizin und Ernährungstherapie selbst in sehr schweren Fällen sein kann. Etwa bei Patientinnen, deren Darm durch die Endometriose bereits stark befallen oder sogar operativ verkürzt worden ist. Einfach eine Patientin ist bekannt, die endometriose Gewebe in der Lunge hat. Dieses ist durch die TCM-Behandlung von ihr nahezu monatliche lebensbedrohliche Pneumothorax befreit worden. Auch wenn es nur eine Einzelfall schildert, zeigt es die mögliche Wirkung der TCM. Sind die Behandlungserfolge langfristig? Ja, nach einer erfolgreichen Behandlung und Beendigung der TCM-Therapie sind die Symptome anhaltend deutlich reduziert. Die meisten Frauen bleiben beschwerdenfrei.
noch einige wichtige Ernährungstherapien. Es ist bekannt, dass es eine Korrelation zwischen der Ernährung und dem Auftreten von Endometriose gibt und dass einige Lebensmittel Auswirkungen auf Immunsystem, Entzündungen und oxidative Stress haben. Einige interessante wissenschaftliche Studien und Beobachtungen demonstrieren auf jeden Fall eindrücklich die ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse. Der Verzehr von Rindfleisch und anderen Rotfleisch, auch Wurstwaren, diese enthalten viele entzündungsfördernde Stoffe, sollte reduziert werden. Da diese Nachstudie mit einem erhöhten Endometriose-Risiko verbunden ist, auch ein höherer Zuckerverbrauch begünstigt das Entzündungsrisiko. Gesunde Fett wie Olivenöl und pflanzliche und marine Omega-3-Fettsäure wie Leinöl und fettreiche Kaltwasserfisch, zum Beispiel Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch und Sardine reduzieren den oxidativen Stress. Vitamin E und C sowie Selen und Zink inhaltreiche Lebensmittel wirken entzündungshemmend. Die Erhöhung der Magnesiumzufuhr sowie die Vermeidung von Kuhmilchprodukten eine Woche vor der Regelblutung können zu einer Schmerzlinderung während der Periode führen. Ballaststoff in Vollkornprodukte, Gemüse und Obst, Vermeidung von Alkohol und Abbau eines starken Übergewichts führen zu einer Senkung des Östrogenspiegels. Östrogen sind wesentliche Faktoren bei der Entstehung der Endometriose. Generell ist ein höherer Anteil aus frischen, natürlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln ratsam. Am besten immer als warme Mahlzeit essen und je weniger Zusatzstoffe, desto besser. Wichtig ist auch in der Phase ein Verzicht auf Kaffee. Eine Heilung wird durch die Ernährung nicht erreicht, doch zum Wohlbefinden tragen sie sicherlich bei. Bewegung wird sowohl in der westlichen als auch der östlichen Medizin als hilfreich empfohlen. In der TCM gilt Bewegung als fördernde für die Produktion von Qi und Blut, weswegen man jeden Tag Bewegung maximal 30 Minuten empfiehlt, immer abhängig vom persönlichen Zustand. Unterstützend wirken dabei besonders Bewegungsart wie Tai Chi und Qigong Übungen, welche die Durchblutungen auf ruhige Art anregen. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut über das Thema Endometriose aus Sicht der TCM informieren. In regelmäßigen Abständen würde ich neue Informationen zum TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren werden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!